Hallo und herzlich willkommen zu diesem besonderen Quiz mit mir, wie ihr seht auf dem Bildschirm, Quiz mit Tobi. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt, als kleinen Jahresrückblick in Quizformat. Und zwar wird das Ganze so ein bisschen jetzt für euch eine Art Pub-Quiz sein, nur halt, dass es nicht live vor Ort ist, sondern in so einem On-Demand-Video. Ich erkläre da gleich ganz kurz mal was zu. Also, worum geht's? Ich habe 36 Fragen zu den 12 Monaten des vergangenen Jahres, also auch Dezember habe ich schon was zu vorbereitet, die sich mit aktuellen Themen und so weiter beschäftigen. Ich zeige euch das hier mal ganz kurz. Dann seht ihr auch direkt, welche Kategorien es gibt. Das habe ich nämlich hier vorbereitet. Und zwar gibt es die Kategorien Politik, Wirtschaft und Weltgeschehen, Musik, Kunst und Kultur, Medien, Film und Fernsehen, Sport und Spiele, Lifestyle, Welt- und Naturereignisse, sehr ähnlich zu Weltgeschehen vielleicht, aber nur vielleicht, und als sechste Kategorie Wissenschaft und Technik. Es gibt zu jedem Monat drei Fragen, deswegen ist das hier jetzt so vorbereitet mit Frage 1, Frage 2 und Frage 3, die jeweils unterschiedliche Punkte geben. Ich werde das jetzt so machen, dass ich euch drei Fragen von einem Monat vorlese. Dann gibt es ein bisschen Bedenkzeit und danach gehen wir die Fragen nochmal durch und beantworten. An dem Punkt, wenn ihr mitspielen wollt, müsst ihr euch am besten einen Zettel und Stift bereitlegen, damit ihr euch eure Punkte und vielleicht auch die Antworten zwischennotieren könnt. Und dann solltet ihr dort natürlich kurz das Video anhalten, wenn ihr noch mehr Bedenkzeit braucht. Also ihr dürft natürlich deutlich mehr Bedenkzeit haben, als vorgesehen ist, als ich für euch mache. Ne? Das soll nur so ein Richtwert sein. Wenn wir die Fragen durch haben, ich löse die auf, dann könnt ihr euch die Punkte notieren, wir gehen zur nächsten Kategorie weiter. Und so weiter und so fort. Es gibt insgesamt 90 Punkte zu holen. Das sind 36 Fragen zu den 12 Monaten plus eine Einstiegsfrage und eine Abschlussfrage. Insgesamt 90 Punkte. Ja, und da wird mich natürlich am Schluss interessieren, was ihr so für Punktzahlen erreicht habt. Das dann gern in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir haben, glaube ich, genug vor uns mit den ganzen Fragen und vielleicht der ein oder anderen Anekdote dabei. Deswegen sollten wir die Chance echt nutzen und ziemlich bald auch starten. Ich möchte gerne dieses Lied im Hintergrund ausklingen lassen, weil ich gerade laut Player sehe, das ist in 10 Sekunden vorbei. So. Und dann öffne ich mir ein anderes Lied für den Hintergrund. Ja, jetzt noch nicht. Machen wir gleich. Das kommt dann gleich als Bedenkzeit. So. Und es geht für euch los mit der ersten Frage, die gleich zum Einstieg erstmal nur eine Schätzfrage ist. Ich sage euch, ihr könnt drei Punkte holen, wenn ihr richtig trefft, was nicht unmöglich ist. Bei einer Abweichung von plus minus 3 gibt es noch 2 Punkte und bei eine Abweichung von plus minus 5 immerhin noch einen Punkt. Ich kopiere die jetzt hier mal genau in die Mitte rein. Und zwar ist die Schätzfrage für den Start heute Abend. Oder heute Nachmittag oder wann auch immer ihr das seht. Aber Pubquiz ist halt immer abends, ne? Die wievielte US-Präsidentin ist Kamala Harris? US-Vizepräsidentin, pardon. Ist Kamala Harris? Tipp: Es gab bisher mehr verschiedene Vizepräsidenten als Präsidenten. So, ich sage jetzt mal, aus meiner Sicht habt ihr dafür jetzt 20 Sekunden Bedenkzeit und denkt dran, die Abweichungen, die ich für Punkte gebe, sind nicht so hoch. Also wird das wahrscheinlich auch nicht so viel sein. So, 20 Sekunden ab jetzt. So, und das waren schon 20 Sekunden. Wenn ihr noch mehr Zeit braucht und noch keine Zahl notiert habt, drückt jetzt Pause. Ich werde jetzt auflösen. 3, 2, 1. Die richtige Antwort ist 49. Die 49. US-Vizepräsidentin ist Kamala Harris. Das heißt, ihr kriegt für die Zahl 49, wenn ihr 49 hingeschrieben habt, 3 Punkte.
Ihr kriegt 2 Punkte noch, wenn ihr irgendwas habt, was zwischen 46 und 52 liegt. Und ihr kriegt einen Punkt, wenn ihr was habt, was zwischen 44 und 54 liegt. So, das für den Einstieg. Und ab jetzt gibt es dann gleich ein bisschen mehr Bedenkzeit und dafür dann aber auch 3 Fragen jeweils. Ich mache die hier mal weg. So, und zwar beginnen wir im Januar und wir beginnen direkt mit einer einfachen Frage für einen Punkt, weil ich hoffe, ihr habt das alle irgendwo mitbekommen, aus dem Bereich Medien, Film und Fernsehen. Und zwar aktuelles Ereignis. Im Januar gab es ja die Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden. Und zwar hier. Der neu gewählte US-Präsident Joe Biden wird ins Amt eingeführt. Weltweit bekannt wurde dabei auch ein Meme von Bernie Sanders, der alleine auf einem Stuhl sitzt. Was ist das besonders Auffällige daran? Also, was ist das Auffällige daran an der Art und Weise, wie er auf dem Stuhl sitzt? Das ist die erste Frage für den Januar. Die zweite Frage. Hier. Zu Beginn des Jahres steht ja immer schon fest, was das XXX des Jahres wird. XXX soll hier jetzt nicht die gesuchte Antwort sein. Aber dazu gibt es gleich was. Der Vogel des Jahres 2021 und der Baum des Jahres 2022 in Deutschland haben die gleiche Farbe im Namen. Welche? Ihr könnt 2 Punkte kriegen, wenn ihr die richtige Farbe nennt, die der Vogel des Jahres 2021 und der Baum des Jahres 2022 im Namen haben. Gleichzeitig könnt ihr noch jeweils einen extra Punkt kriegen, wenn ihr mir nennen könnt, was war denn der Vogel des Jahres 2021 und was war der Baum des Jahres 2022. Also 4 Punkte hier möglich. Und die dritte Frage, eine doch recht schwierige Frage, deswegen auch 3 Punkte wert. Bereits am 3. Januar findet das Finale der PDC World Dart Championship, da fehlt ein N, 2021 statt. Wer konnte mit einem Sieg über den Schotten Gary Anderson seinen ersten Weltmeistertitel holen? Hoffentlich wurde der Nachname nicht mit der Trophäe verwechselt. So, das ist eine sehr schwierige Frage, finde ich. Mir reicht der Nachname an dieser Stelle. Wenn ich bei Namen, das sage ich jetzt nochmal dazu, reicht immer der Nachname. Und das ist natürlich ein Tipp, dieser Nachsatz da hinten, wie man vielleicht auf den Namen kommen kann. So. Ich gebe euch jetzt Bedenkzeit und zwar kriegt ihr jetzt bei mir hier in dem Video 1 Minute Zeit, wenn ihr mehr Zeit braucht für diese 3 Antworten, natürlich dann gleich anhalten. So, und die Minute ist um und ich werde jetzt auflösen. Das heißt, bitte jetzt anhalten, wenn ihr noch Zeit braucht. Das Auffällige an dem Meme mit Bernie Sanders waren seine Handschuhe. Diese markanten Wollhandschuhe, die er anhatte, falls ihr euch erinnert. Wenn ihr euch daran erinnert habt oder irgendwas ähnliches, sinngemäßes dahingeschrieben hat, Kleidung lasse ich im Zweifel auch noch durchgehen. Also Winterkleidung zumindest. Gibt es einen Punkt dafür. Die Gemeinsamkeit zwischen dem Vogel des Jahres 2021 und dem Baum des Jahres 2022 ist, sie haben beide die Farbe Rot im Namen. Es ist nämlich, der Vogel ist das Rotkehlchen und der Baum ist die Rotbuche. Also, es gibt für Rot, wenn ihr Rot hingeschrieben habt oder gerne irgendwas mit Rot, irgendeinen Rotton, das ist okay für mich, gibt es 2 Punkte.
Für die Rotbuche gibt es einen weiteren Punkt und für das Rotkehlchen auch noch einen. Also ihr könnt insgesamt 4 Punkte kriegen, eventuell aber auch nur zwei oder einen von beiden. Ja? So, und das PDC World Dart Championship 2021 gewonnen hat Gervin Price. Price wie der Preis, halt nur im Englischen. Deswegen dieser versuchte Hinweis von mir, ob das mit der Trophäe verwechselt werden konnte. Mhm. Da konnte man vielleicht drauf kommen, vielleicht hat man es gehört, vielleicht auch nicht. Gut, dann geht's weiter. Wenn ihr das jetzt habt, rechnet eure Punkte schon mal gerne zusammen. Maximal sind 8 möglich hier. Und wir machen als nächstes weiter mit den 3 Fragen für Februar. Und dann geht's immer so weiter. Ihr kennt das Prozedere. Achso, die Kategorien waren übrigens nach Medien, Film und Fernsehen. Aus der ersten war das andere Lifestyle, Welt- und Naturereignisse und jetzt zum Schluss natürlich Sport und Spiele. So, Februar. Im Februar geht es direkt weiter mit der Kategorie Politik, Wirtschaft und Weltgeschehen. Ich muss dazu sagen, dass alle 2 Monate sich die Kategorien wiederholen, nur halt in verschiedenen Reihenfolgen. Und für einen Punkt, das finde ich jetzt schon, das ist sehr happig, aber wenn ihr nicht drauf kommt, nicht aufgeben, macht dann einfach mit der nächsten Frage weiter. Denn für einen Punkt möchte ich von euch wissen. In Italien wird mal wieder eine neue Regierung gegründet im Februar. Welcher Politiker wurde im Februar von Staatspräsident Sergio Mattarella mit der Regierungsbildung beauftragt? Wer nicht weiter weiß, findet auf einer Eurobanknote, das ist mein Bildschirmausgang, findet auf einer Eurobanknote höchstwahrscheinlich seine Unterschrift. Na, also denkt doch mal nach. Vielleicht habt ihr den Joker und habt gerade irgendwie so einen Euroschein in der Hand. Das ist also eine deutliche Anspielung darauf, was er vorher gemacht hat. So, dann geht es weiter mit der folgenden Frage aus dem Februar, aus dem Bereich Musik, Kunst und Kultur. Der Super Bowl, der 55. Super Bowl, findet in Tampa Bay, Florida statt. Zu diesem Sportereignis gehört natürlich auch die Halbzeitshow. Welcher aktuell überaus erfolgreiche Künstler hat sie dieses Jahr gestaltet? Sein erfolgreichstes Album in Deutschland war bisher Starboy. Sein erfolgreichstes Lied von 2020 würde die Frage zu einfach machen. So, das habe ich jetzt hier absichtlich nicht genannt. Hm? Aber vielleicht wisst ihr das ja, wer das gemacht hat. Und die dritte Frage, also das würde jetzt 2 Punkte geben, die dritte Frage für 3 Punkte. Aus dem Bereich Wissenschaft und Technik. Am 18. Februar landete der Mars Rover Perseverance wie geplant auf dem roten Planeten. Was hat der Rover zusätzlich dabei, um noch bessere Untersuchungen durchführen zu können? So, der hat noch irgendwie so ein Hilfsmittel dabei und das möchte ich gern von euch wissen für 3 Punkte. Also Frage 1, 2, 3, hier jetzt diesmal ganz einfach, 1, 2 und 3 Punkte. Und ihr habt wieder 1 Minute Bedenkzeit für das für das Hinschreiben und danach natürlich das Video stoppen, wenn ihr noch mehr Zeit braucht. So, und damit ist die Minute rum. Ihr habt jetzt die Chance, nochmal auf Pause zu drücken, wenn ihr noch Bedenkzeit braucht. Wenn nicht, löse ich jetzt auf. Der Regierungschef aus Italien ist Mario Draghi. Draghi reicht hier als Nachname mit der Antwort. Und Draghi war vorher Präsident der Europäischen Zentralbank und hat dementsprechend auf den Euroschein unterschrieben. Als Präsident. Das macht jetzt die Christine Lagarde.
soweit ich das richtig im Kopf habe. Und deswegen, Draghi hat man vielleicht schon mal gesehen auf den Euroschein, auf den älteren, alle vor 2018 oder 2019, haben da M. Draghi draufstehen. Gibt jetzt nur einen Punkt, ich weiß, es ist eine harte Frage gewesen, aber dafür waren die anderen vielleicht irgendwie machbarer. Und zwar, die Halbzeitshow gestaltet und damit 2 Punkte verdient, hat sich derjenige, der, diejenige, die, wie auch immer, The Weeknd aufgeschrieben hat. Weeknd reicht für mich hier vollkommen aus, um die 2 Punkte zu vergeben. The Weeknd mit Starboy und angespielt habe ich natürlich auf das Lied Blinding Lights. Und die dritte Frage. Der Mars Rover Perseverance hat dabei einen Helikopter bzw. eine Helikopterdrohne, wobei alles, was irgendwie so in die Richtung geht, also Helikopter, Helikopterdrohne, Drohne, wie auch immer, ist für die Antwort und für den Punkt hier vollkommen ausreichend, für 3 Punkte sogar. Die Drohne hieß Ingenuity. 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 Keine Ahnung, wie man es genau ausspricht. Ja. Das also die 3 Fragen hier. 6 Punkte waren im Februar möglich. Und es geht weiter mit März. Und mit einer Frage aus dem Bereich Politik, Wirtschaft und Weltgeschehen. Und zwar, da hat wohl jemand was vergessen. Warum sollte man sonst hier umdrehen? Wo ist das Containerschiff Ever Given im März 2021 auf Grund gelaufen und hat somit für große wirtschaftliche Probleme gesorgt? Ich denke, wir erinnern uns alle an diese Memes, die da entstanden sind und an die Nachrichten dazu. Aber wo ist das nochmal passiert? Hier brauche ich jetzt kein Land oder so, sondern hier ist dann natürlich, weil es ein Schiff ist, das Gewässer, ne? So, zweite Frage. Aus dem Bereich Sport und Spiele. Und jetzt gehen wir mal vom Sport weg in Richtung Spiele. EA veröffentlicht ein Action-Adventure des schwedischen Entwicklerstudios Hazelight. Wie heißt das gesuchte Spiel, welches eine Zeit lang sehr viel bei Twitch und YouTube zu sehen war? Alleine kann man dieses Spiel nicht spielen. Das sagt schon der Titel. Also, hier jetzt als kleiner Tipp. Oh. Was? Wie heißt das Spiel? Beziehungsweise. Versucht euch den Titel herzuleiten für 2 Punkte. So, und die dritte Frage im März, eine schwierige Frage für insgesamt 5 Punkte, möchte ich von euch wissen, und zwar aus 2 geteilt die Frage. In Island bebte mehrere Wochen lang fast unentwegt die Erde. Dadurch ist es im Südwesten der Insel zu einem Vulkanausbruch am Berg Geldingadalagos bzw. Fagradalsfjall schwierig gekommen. Aber Vulkane und Island kennen wir ja schon. Und ich werde jetzt hier einen Teil der Frage wegmachen, damit das alles da in das Feld reinpasst, nämlich den ersten. Wie heißt denn der Vulkan, der vor ein paar Jahren fast den gesamten Luftraum Europas mit Asche angereichert hat, sodass der Flugverkehr eingestellt werden musste? Diese Frage alleine gibt 3 Punkte. Jetzt zu schwierig? Naja, dann nimmt mir doch wenigstens das Jahr, in dem es passiert ist. Also, dem richtigen Vulkan 3 Punkte und das Jahr nochmal 2. Deswegen insgesamt 5 Punkte hier möglich. Und ihr habt jetzt wieder 1 Minute Zeit. Ihr kennt das ja. Ansonsten pausieren. So, und nun kennt ihr ja wahrscheinlich den Anfang von dieser Musik, die ich immer einspiele, auswendig. So, für 1 Punkt,
Wo ist die Ever Given auf Grund gelaufen? Natürlich im Suezkanal. Suez reicht mir hier auch im Zweifel aus für einen Punkt. So, das Spiel. Alleine kann man das nicht spielen, das sagt schon der Titel, war natürlich wieder ein Hinweis. Das Spiel heißt nämlich It Takes Two. Und das wird dann natürlich immer zu zweit gespielt. It Takes Two. So, und die dritte Frage. Der Vulkan, der vor ein paar Jahren ausgebrochen ist, für drei Punkte ist Eyjafjallajökull. Ich schreibe es lieber hier hin, sonst kriegt das doch eh keiner hin. Eyjafjallajökull. Sonst kriegt das doch eh keiner hin, aber ihr müsst das auch nicht exakt genau geschrieben haben. Und das Ganze ist passiert für weitere zwei Punkte im Jahr 2010. Also, für fünf Punkte müsst ihr beides haben. Insgesamt hier also acht Punkte im März möglich. Und wir gehen direkt weiter in den Februar. Nee, in den April. Pardon. Und sind im Bereich Wissenschaft und Technik unterwegs. Für einen Punkt möchte ich also im April wissen. Oder halt doch aus dem Mai. Keine Ahnung. Oder doch Mai. Also April oder doch Mai. Die Wissenschaftlerin Mai Thi Nguyen Kim steht seit April 2021 bei welchem deutschen Fernsehsender unter Vertrag? Bei diesem hat sie seit Oktober auch eine eigene neue Show. Zudem wirkte sie bereits sehr häufig bei Terra X mit. Also da bitte einfach den Fernsehsender natürlich unter der bekannten Abkürzung, reicht mir das vollkommen aus. Dann aus dem Bereich Musik, Kunst und Kultur gehen wir jetzt mehr in den Bereich Kultur. Auch 2021 fiel Ostern auf ein Wochenende. Welch Wunder auch, ne? Durch Corona konnte das Fest allerdings nicht so umfangreich begangen werden. Welcher Brauch, der als Ignis Pachalis im Jahr 751 in einem Briefwechsel zwischen dem Missionar Bonifatius und dem Papst Zacharias erstmals erwähnt wurde, musste dieses Jahr vielerorts ausfallen? Also, welcher Brauch, der um Ostern immer stattfindet, mit dem Namen Ignis Pachalis, musste ausfallen. Und jetzt entschuldigt die Wortwahl, also das gab zwei Punkte für drei Punkte. Diese Frage entschuldigt die Wortwahl, aber ist hier mehr als angemessen. Was ein Scheiß. Der Axel Springer Gedächtnisverlag unter der niveaulosen Führung von Julian R. persönliche Meinung des Fragenautors, überdramatisiert und Julian R. ist dort ja nicht mehr, kündigte an, einen eigenen Fernsehsender ins Leben zu rufen. Aus welchem Online-Angebot ging dieser Fernsehsender, der zur Welt N24-Gruppe gehört, hervor? Also wie hieß das Online-Angebot? Beziehungsweise worum dreht es sich hier eigentlich? Ne? Julian Reichelt ist natürlich zu dem Zeitpunkt noch Chefredakteur gewesen, deswegen steht es da noch drin. Gut, auch hier, ihr kennt es, wieder eine Minute Zeit. Und da sind wir auch schon wieder bei einer Minute rum. Und wir lösen auf. Und zwar der Fernsehsender, zu dem Mai Tin Ti Hingwin Kim oder Mai Think oder MyLab, wie auch immer, gegangen ist. Das ZDF. Für einen Punkt kriegt ihr das ZDF. Der Brauch Ignis Pachalis, könnte man sich vielleicht übers Lateinische herleiten, ist das Osterfeuer, was hier gesucht ist. Und
Axel Springer Gedächtnis Verlag, das ist natürlich Bild und der Fernsehsender korrekt, also nicht der Fernsehsender, das Online-Angebot, was wir gesucht haben, korrekt heißt Bild Live. Ist jetzt umgewandelt in Bild TV. Für 3 Punkte. Also insgesamt 6 Punkte möglich, 1, 2 und 3. Und wir machen weiter. Nach dem April kommt der Mai. Und da geht es in der ersten Frage im Bereich Wissenschaft und Technik weiter. Der Merkur ist tatsächlich mal am Abend- oder Morgenhimmel zu beobachten. Dies ist etwas Besonderes, da er nur an wenigen Tagen im Jahr überhaupt zu sehen ist. Also zuletzt im Mai und teilweise sondern im November nochmal zu sehen. Woran liegt es denn, dass er so selten zu sehen ist? Da gibt es jetzt einen Punkt für, aber die Antwort ist doch. Ich habe mehrere Antworten, die ich gleich akzeptieren werde. Wenn ihr eine davon irgendwie ansatzweise getroffen habt, kriegt ihr einen Punkt. So, zweite Frage. Ob das so gut ist? Welcher Tag fiel dieses Jahr in Deutschland auf den 5. Mai? Das weltweite Äquivalent fiel auf den 29. Juli. Seit 1970 existiert dieses kritische Ereignis übrigens jedes Jahr. 2 Punkte gibt es dafür, wenn ihr mir nennen könnt, worum es hier geht. Und wir waren natürlich im Welt Naturereignisse, Lifestyle und so weiter. Und für die dritte Frage aus dem Bereich Musik, Kunst und Kultur könnt ihr nochmal 4 Punkte holen, wenn ihr mir Folgendes nennt. Der Eurovision Song Contest findet nach einem Jahr Pause wieder statt. Gewinner ist Italien. Das wissen wir alle. Welches Land konnte sich in Rotterdam den Platz 2 sichern? Für 2 Punkte. Welches Land konnte sich Platz 2 sichern? Und als Bonusfrage, die jetzt hier nicht verschriftlich ist, welches Lied hat denn da? Für 2 Punkte, mit welchem Lied ist die Sängerin, das verrate ich an der Stelle, auf Platz 2 gelandet? Und auch hier wieder 1 Minute Zeit, um insgesamt die Fragen für 7 Punkte zu beantworten. Und da sind wir auch wieder. Die Antwort auf die erste Frage, denkt an das Pausieren, wenn ihr noch nicht fertig seid, ne? Merkur ist sehr selten zu sehen aufgrund seiner Nähe zur Sonne oder auch weil die Umlaufdauer um die Sonne nur sehr gering ist und der natürlich dann auch es wahrscheinlich ist, dass er vielleicht sich auch auf der anderen Seite der Sonne befindet von uns. Deswegen ist der doch sehr selten zu sehen und nur in einem sehr schwachen Winkel, tiefstehend. Und immer da kurz nach Sonnenuntergang, beziehungsweise kurz nach Sonnenaufgang. Also irgendwas so Richtung Nähe zur Sonne und die Umlaufdauer, das ist irgendwas davon ist wert. Ein Punkt. So, der 5. Mai, der war in Deutschland dieses Jahr wie der 29. Juli weltweit der Erdüberlastungstag oder auch Earth Overshoot Day oder sinngemäß. Also der Tag, an dem wir im Prinzip für das Jahr alle Ressourcen, die die Erde in einem Jahr reproduzieren kann, verbraucht haben. Das heißt also, das muss man sich mal vorstellen, in Deutschland, wir haben am 5. Mai, das heißt nach etwas mehr als 4 Monaten, nach einem Drittel des Jahres, haben wir in Deutschland so viel verbraucht, wie uns in einem Jahr zustünde, damit wir nachhaltig leben würden. Das ist das, was damit gesagt ist. Und der Eurovision Song Contest, Platz 2 ist Frankreich gewesen. Mit Voila von Barbara Pravi. Voila, Voila geschrieben, ne? Voila.
Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Dafür gibt es dann nochmal jeweils 2 Punkte. Also, dass ihr 1, 2 und 4 Punkte kriegen konntet. Oder halt eine Teilmenge davon. So. Und so schnell sind wir im Juni. Und damit fast bei der Hälfte angekommen. Natürlich erst nach diesen Fragen. Und es geht weiter aus dem Bereich Medien, Film und Fernsehen mit folgender Frage. Im Juni hat es sein Sender bekannt gegeben. Welcher ZDF-Journalist mit alliterativen Namen wird zum Ende dieses Jahres seine Tätigkeit als Moderator des Heute-Journals einstellen? Für einen Punkt. Für 2 Punkte. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht könnt ihr es irgendwie euch herleiten. Nicht nur den ESC, sondern auch die Fußball-EM konnte Italien gewinnen. Aber wir wollen wieder nichts mit Italien wissen, sondern welcher weltbekannte Portugiese wurde mit 5 Treffern Torschützenkönig der diesjährigen EM? Und die letzte Frage aus dem Monat Juni, ein bisschen schwieriger und hat mehr mit Wissen als mit jahresaktuellem Geschehen zu tun, aber ich finde, das gehört auch dazu. Anfang Juni wählte das israelische Parlament Yitzhak Herzog, wie auch immer, weiß ich nicht genau, zum neuen Staatspräsidenten. Wie heißt denn das Einkammerparlament des Staates Israel in Jerusalem? Übersetzt bedeutet es so viel wie Versammlung. Das ist 3 Punkte wert und ihr habt jetzt wieder die berühmte Minute Zeit, um das Ganze euch zu überlegen. So, und die Minute ist um. Wir gucken mal. Im Juni, der ZDF-Journalist mit alliterativen Namen, der sein Moderator als Heute-Journal seine Tätigkeit beendet, ist Klaus Kleber. Kleber genügt hier. Frage 2. Torschützenkönig bei der EM dieses Jahr wurde Cristiano Ronaldo. Welcher andere Portugiese auch sonst, ne? Ronaldo genügt hier natürlich vollkommen. Und das sind 1 Punkt und hier dann darunter 2 Punkte. Und natürlich hier jetzt wirklich schwierige Frage, gebe ich zu. Das israelische Parlament heißt Knesset. Knesset ist hier gesucht. Was das israelische bzw. hebräische Wort für Versammlung ist. So, wir gehen weiter in den nächsten Monat, Juli. Und da geht es direkt aus dem Bereich Sport und Spiele weiter mit dieser Frage. Die 32. Olympischen Sommerspiele der Neuzeit beginnen. Sieger im Medaillenspiegel wird die USA. In welcher Stadt fanden die diesjährigen Sommerspiele denn statt? Die wurden natürlich auch um ein Jahr verschoben, man kennt das, aber dieses Jahr wurden sie doch durchgeführt. Und die zweite Frage. Aus dem Bereich, wenn man sich da mal kurz gucken, Wissenschaft und Technik. Aber eine eher, ja, darüber hinausgehende Frage, würde ich sagen. Am 27. Juli kommt es zu einer schweren Explosion im Tanklager des Currenta-Entsorgungsunternehmens. In welcher Stadt hat sich dieses U Unglück ereignet? Für 2 Punkte und für 3 Punkte hier jetzt zu finden. Diese Frage. Joko Winterscheid startet mit diesem Showkonzept in die zweite Staffel. Doch nach 2 Folgen in der neuen Staffel muss er die Moderation abgeben. Wie heißt die Sendung, die darauf basiert, dass der Gewinner der aktuellen Ausgabe die nächste moderieren darf? Und auch für
diese Fragen habt ihr wieder eine Minute Zeit. So, und die Zeit ist auch schon wieder rum. Ja, wir lösen ganz schnell auf. Die 32. Olympischen Sommerspiele, die Olympischen Spiele 2020, dieses Jahr stattgefunden in Tokio natürlich, in Japan. Der schwere Unfall, die Explosion, wie auch immer, das war Leverkusen. Und die Sendung, die darauf basiert, dass dass der Gewinner als nächstes die Show moderiert ist. Wer stiehlt mir die Show? Oder natürlich auch die Abkürzung WSMDS. Unter dem Hashtag ist das bei Twitter zu finden gewesen. Deswegen gilt das auch. 1, 2 und 3 Punkte, also 6 Punkte hier möglich. So, dann geht es weiter mit dem August. Und mit einer zweiteiligen Frage 1, weswegen ihr 2 Punkte kriegen könnt. Nämlich für beide Lösungen einen. Es geht aus dem Bereich Lifestyle, Welt- und Naturereignisse oder eher so Weltgeschehen jetzt hier, aber das kann man auch da mit einordnen. Auch in Moldawien oder der Republik Moldau wird eine neue Regierungschefin gewählt. Natalia Gavrilita führt seit diesem Monat, also seit dem August, die Regierung in einem Land, welches durch den Transnistrien-Konflikt gespalten ist. An welche beiden Länder grenzt Moldawien denn? Und da gibt es für beide Länder einen Punkt. Deswegen könnt ihr 2 Punkte kriegen. So. Zweite Frage aus dem Bereich Musik, Kunst und Kultur. Lorde, die vor allem mit Royals und dem Album Pure Heroin international berühmt geworden ist, veröffentlicht ihr neues Album im August, also auch. Welchen Namen trägt es? Und jetzt als Tipp. Ob sie sich für erneuerbare Energien interessiert oder nur die Kraft der Sonne bewundert, ist nicht bekannt. Für 2 Punkte auch. Und dann nochmal politisch sehr aktuell auch dieses Jahr. Im Sommer dieses Jahres war politisch vor allem Afghanistan im Mittelpunkt. Nach fast 20 Jahren wurden die letzten US-Truppen aus der Hauptstadt abgezogen. Wie heißt nochmal die Hauptstadt von Afghanistan? Für 3 Punkte. Wie ist die Hauptstadt Afghanistans? War auch sehr viel dieses Jahr in den Nachrichten. Und ihr habt wieder die obligatorische Minute Zeit. So, und da ist die Minute um. Und für die erste Frage ist die Auflösung für jeweils einen Punkt. Einen Punkt gibt es für Rumänien und einen für die Ukraine.
Moldawien oder die Republik Moldau liegt zwischen Rumänien und der Ukraine. Beide Länder geben natürlich 2 Punkte und sonst jeweils ein Punkt. So, das Album von Lorde heißt Solar Power. In Anlehnung an natürlich Solarenergie oder halt einfach nur die Kraft der Sonne, wie auch immer. Keine Ahnung, wo das genau herkommt. Und die Hauptstadt Afghanistans für 3 Punkte, also 7 Punkte waren hier möglich, ist Kabul. Kabul, die Hauptstadt Afghanistans. Und wir wollen keine Zeit verlieren. Wir machen direkt weiter mit September und mit ein bisschen Kunst und Kultur. Ein Jahr nachdem der Künstler Christo gestorben ist, wurde ein lang ersehnter Traum des Künstlerehepaars Christo und Jean-Claude erfüllt. Welches Wahrzeichen von Paris wurde am 18. September verhüllt? Kennt Christo vielleicht noch, dieser Verhüllungskünstler, der alles Mögliche eingepackt hat als Kunst? Und was war noch ein großer Wunsch von ihm, was man ihm posthum tatsächlich erfüllen konnte, welches Wahrzeichen von Paris verhüllt wurde? So. Nächste Frage bringt euch 3 Punkte, und zwar als zweigeteilte Frage. Ich sage aber gleich, was wie viele Punkte bringt. Um die Bundestagswahl 2021 kommen wir wohl nicht drum herum. In welchem Bundesland konnte Anna Kassautsky von der SPD bei der Bundestagswahl 2021 ein Direktmandat gewinnen? Was das Besondere daran ist? Naja, dem Wahlkreis mit der Nummer 15 hat seit der Wiedervereinigung 1990 immer die gleiche CDU-Kandidatin gewonnen. Und jetzt dieses Mal erstmals eine SPD-Kandidatin. So, ihr kriegt 2 Punkte für die Nennung des korrekten Bundeslandes und einen weiteren Punkt, wenn ihr mir sagt, um welche CDU-Kandidatin geht es denn hier? Und die nächste Frage ist die dritte aus dem Bereich Sport und Spiele. Nachdem das Rennen in Belgien nach nur 3,5 Minuten abgebrochen wurde, geht es eine Woche später in die Niederlande. Wir sind also bei der Formel 1. In welcher Gemeinde wird der große Preis der Niederlande ausgetragen? Übrigens, wenn ich das richtig informiert bin, zum ersten Mal seit längerer Zeit dieses Jahr wieder. So, auch hier eine Minute Zeit für 1, 3 und 3 Punkte hier natürlich alle aufgeteilt in zwei Teile. So, und damit sind wir auch fertig. Und die Auflösung für den September folgt. Christos Traum war es anscheinend, dass der Arc de Triomphe verhüllt wird in Paris. Also Arc de Triomphe oder der Triumphbogen. Das gibt einen Punkt. Ja, die Bundestagswahl. Und was ist das Besondere daran, dass die SPD da auf einmal gewonnen hat? Naja, für 2 Punkte, 2 Punkte erhaltet ihr, wenn ihr das Bundesland korrekt habt, nämlich Mecklenburg-Vorpommern. Und das wirklich Besondere daran ist natürlich, das war der Wahlkreis von Angela Merkel, die dieses Jahr nicht mehr angetreten ist und prompt hat auch die SPD gewonnen, was bisher seit 1990 immer die CDU geholt hat, und zwar immer Angela Merkel. Also 2 Punkte für Mecklenburg-Vorpommern, ein Punkt, falls ihr Merkel genannt habt. Und das Rennen in Den großen Preis von Niederlande wird ausgetragen in der Gemeinde Zandvoort. Mit Z vorne. Zandvoort. Zandvoort. 3 Punkte bringt das. Und wir kommen damit zum Oktober. Sind damit schon recht weit fortgeschritten.
Auch hier gibt es wieder eine zweiteilige Frage, die aber ein bisschen schwieriger ist. Es gibt nämlich einen Punkt für den ersten Teil und zwei Punkte für den zweiten Teil, sodass ihr insgesamt drei Punkte in dieser ersten Frage kriegen könnt. Die Frage: Am 31. Oktober begann die UN-Klimakonferenz. Laut Pariser Klimaabkommen, welches bei der Konferenz besonders im Mittelpunkt stand, soll die Durchschnittstemperatur weltweit maximal um wie viel Grad Celsius steigen? Also da bitte die genaue Anzahl, die in dem Pariser Klimaabkommen vereinbart wurde, als maximaler Temperaturanstieg. Im Durchschnitt natürlich. Oh ja, und an welchem Ort fand die Klimakonferenz denn dieses Jahr statt? Das gibt zwei Punkte. So, Frage 2. Die Frankfurter Buchmesse findet vom 20. bis 24. Oktober statt. Welches Land war dieses Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse? Jedes Jahr ist ein anderes Land Ehrengast. Welches war es dieses Jahr? Für zwei Punkte und für vier Punkte. Und da gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten, die gehen wir gleich alle gemeinsam gerne durch. Ihr kriegt aber vier Punkte, wenn ihr eine davon genannt habt. Nicht, ihr müsst nicht alle nennen. Und zwar, die Gewinner der Nobelpreise werden Anfang Oktober bekannt gegeben. Im letzten Jahr konnte mit Reinhard Genzel bereits ein Deutscher den Physik-Nobelpreis gewinnen, zumindest ein Teil. Die wird der mal ein bisschen aufgeteilt. Auch 2021 ist wieder ein Deutscher unter den drei Preisträgern, Klaus Hasselmann. Wofür wurde der Physik-Nobelpreis denn dieses Jahr vergeben? Und da gibt es halt die verschiedensten Antworten, weil der ein bisschen aufgeteilt wurde und das verschiedene Teilbereiche. Ich lasse da recht viel durchgehen. Wir lösen das in einer Minute auf und dann gucken wir mal. Vier Punkte sind hier zu holen, wenn ihr eins davon getroffen habt. So, und wir sind bei der Auflösung. Und zwar, das Pariser Klimaabkommen sieht vor für einen Punkt 1,5 Grad Celsius. Und das ist auch genau das, was hier gilt, um den einen Punkt zu kriegen, müssten da 1,5 Grad Celsius stehen. 1,5 reicht aus, Grad Celsius ist ja schon in der Frage verwurstet. Die Konferenz, die UN-Klimakonferenz dieses Jahr fand statt in Glasgow. Für zwei weitere Punkte also Glasgow. Als richtige Antwort. Das Gastland, Ehrengast der Frankfurter Buchmesse dieses Jahr war Kanada. Zwei Punkte für Kanada. So, und jetzt müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Für den richtigen Punkt muss eines der folgenden Sachen genannt sein. Denn es ist allgemein Beiträge zum Verständnis komplexer physikalischer Systeme. Wenn ihr irgendwas mit komplexen physikalischen Systemen da stehen habt, wobei komplex dabei sein sollte, gibt es schon mal vier Punkte. Oder ihr habt einen Teil der Unterpunkte, die da sind. Physikalisches Modellieren des Klimas. Für Modellieren des Klimas gibt es einen Punkt. Also vier Punkte. Diese vier, ne, von dieser Frage, also das ist korrekt. Oder die zuverlässige Vorhersage der Erderwärmung. Auch dafür könnt ihr die Punkte kriegen. Oder für das Zusammenspiel von Unordnung, in Klammern von der atomaren bis zur planetarischen Ebene. Also, ihr seht, es sind vier verschiedene Möglichkeiten. Und wenn ihr eine davon irgendwie getroffen habt, also zum Beispiel Modellieren des Klimas oder Vorhersage der Erderwärmung, das sind vielleicht so die bekanntesten noch davon, dann gibt es hier die vier Punkte. Wenn nicht, nicht ärgern, es ist eine schwierige Frage,
Aber für den Oktober mit 9 Punkten ist es auch ein schwieriger Monat geworden. Im November sieht es wieder ein bisschen anders aus. Das schauen wir uns jetzt an. Den November. Und Frage 1 aus dem November ist unsere letzte reguläre Frage aus dem Bereich Musik, Kunst und Kultur. Und zwar die Frage: Am 5. November veröffentlichten auch ABBA ein neues Album mit dem Titel Voyage. Was ist das Besondere an der geplanten Tour? Für einen Punkt, was ist das Besondere an der Tour, die ABBA geplant hat? Frage 2. Am 19. November wurde der 18. Teil der Battlefield-Serie von EA veröffentlicht. Welches Jahreszahl trägt dieser im Titel? Battlefield. Punkt, Punkt, Punkt. Da kann ich euch noch die Einschränkung geben. Für 2 Punkte gibt es halt die Frage. Es ist eins in den 2000ern. Aber welches? Also nicht 2000er, sondern 2-0 vorne. Und dann fehlen 2 Zahlen, um das ein bisschen einzuschränken. Und die dritte Frage für November. Schauen wir uns noch einmal die Sonderausgabe von Wetten, dass an. Die Show lief seit 1981 regelmäßig im deutschen Fernsehen. In welchem Jahr lief die letzte reguläre Show von Wetten, dass, moderiert von Markus Lanz? Also hier jetzt auch ein Jahr zu nennen. Für 3 Punkte, weil es ein bisschen schwieriger ist vielleicht als die als Jahreszahl von Battlefield zu nennen, vielleicht auch nicht. Es gibt aber 3 Punkte. In welchem Jahr hat Markus Lanz seine letzte Wetten, dass Show moderiert? Und ein vorletztes Mal hört ihr den 1-Minuten-Countdown. So, und dann lösen wir auch schon die Novemberfragen auf. Ja, das Besondere an der ABBA-Tour ist, sie sind nicht selber auf der Tour unterwegs, sondern es sind Hologramme von ihnen. Das heißt, sie werden nicht selber auftreten, sondern durch eine spezielle Technik werden Hologramme von ihnen zu sehen sein. Also, für Hologramme oder irgendwas Sinngemäßes kriege ich dir einen Punkt. Die Spiel der Battlefield-Serie heißt Battlefield 2042. Wer hier also Lucky Punch-mäßig die paar Anhalter durch die Galaxis Lieblingsantwort 42 genannt hat, kriegt auch 2 Punkte. Und die letzte von Markus Lanz moderierte Show ist tatsächlich schon 7 Jahre her. Es war 2014. Schon verdammt lange, wie ich finde, her. So, kommen wir zum Dezember und damit zum aktuellen Monat, der ja aktuell noch ein bisschen ausklingt, zumindest zur Aufnahme und Ausstrahlung, Erstveröffentlichung des Videos. Und ich habe noch 3 Fragen für euch rausgesucht, die aber auch recht aktuell sind. Stress für alle Pendler. Die Ramede-Brücke bei Lüdenscheid muss für den gesamten Autoverkehr gesperrt werden. Natürlich wurde hier nicht rechtzeitig mit einem Neubau begonnen. Welche Autobahn ist denn von der Sperrung betroffen? Welche Autobahn, wir sind natürlich in Deutschland, ist von der Sperrung der Ramede-Brücke betroffen? Hier dürft ihr mir entweder den Namen der Autobahn mit der Nummer sagen, also die Autobahnnummer, oder halt den Beinamen, den sie hat. Das ist egal, es gibt einen Punkt dafür. Dann, zweite Frage aus dem Bereich Wissenschaft. Kurz vor Weihnachten wird ein weiterer Impfstoff gegen das Coronavirus von der EMA zugelassen. Also hier Novavax, ne? Blicken wir also mal auf die vorhandenen Impfstoffe zurück.
Welches markante Protein wird durch einen mRNA-Impfstoff bereitgestellt? Da wird ja nicht das komplette Virus verimpft, sondern nur ein Protein davon. Und welches davon? Beziehungsweise, wenn ihr nicht wisst, dann könnt ihr zumindest ganz grob beschreiben, was denn die Eigenschaft davon ist. Für 2 Punkte. Und für noch zweimal 2 Punkte gibt es folgende Frage zu beantworten. Wir haben eine neue Bundesregierung und damit neben einem neuen Bundeskanzler auch neue Minister. Dadurch, dass die SPD auch an der neuen Regierung beteiligt ist, kennen wir einige Minister allerdings bereits. Hubertus Heil zum Beispiel ist weiterhin Arbeitsminister. So, jetzt Christine Lambrecht und Svenja Schulze übernehmen jeweils ein anderes Ministerium als zuvor. Welches? Und jetzt muss ich hier den Teil mit die Nennung von einem von beiden genügt natürlich rausnehmen, sondern welche beiden, ich schreibe die Frage hier live mal um, für 2 Punkte jeweils. Ihr müsst mir also nur sagen, welches Ministerium hat Christine Lambrecht übernommen und welches hat Svenja Schulze übernommen. Jeweils 2 Punkte, ihr müsst die zuordnen und auch nicht korrekt. Das ist also egal, wenn ihr es vertauscht. Und damit nochmal 1 Minute Zeit. So, und damit sind wir auch am Ende dieses Countdowns. Und wir lösen die Fragen vom Dezember auf. Und dann habt ihr gleich nochmal in einer Abschlussfrage nochmal 4 Punkte zu holen. Also jetzt für einen Punkt für die Autobahn, das ist die A45. Dafür gibt es einen Punkt. Oder für Sauerlandlinie gibt es einen Punkt. Diese beiden Antworten gelten hier. Das Besondere am mRNA-Impfstoff ist, dass nur das Spike-Protein verimpft wird. Also Spike reicht hier aus. Oder, wenn ihr es umschrieben habt, es wäre der Bauplan oder irgendwas Sinngemäßes von dem Virus. Spike-Protein oder Bauplan für 2 Punkte. Und die neuen Ministerien sind das Verteidigungsministerium. Das ist Christine Lambrecht, wobei Verteidigung hier natürlich ausreicht. Und das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit bzw. Entwicklung von der Svenja Schulze. Das heißt, es gibt 2 Punkte, wenn ihr Verteidigung genannt habt und 2 Punkte, wenn ihr wirtschaftliche Zusammenarbeit bzw. Entwicklung genannt habt. Die Zuordnung war hier ja nicht gefragt. So, und bis hierhin konntet ihr jetzt 86 Punkte sammeln. Ich bin natürlich gerne gespannt, wo ihr wie viele Punkte geholt habt und wo nicht. Beziehungsweise auf jeden Fall bin ich gespannt, wie viele Punkte es am Ende geworden sind. Und zum Abschluss noch eine Doppelfrage als Abschluss für quasi das ganze Jahr, weil es zumindest mich gefühlt das ganze Jahr begleitet hat. Aus dem Bereich Newcomer habe ich es jetzt einfach mal genannt. Die Frage für 2x2 Punkte. Wie heißt der britische Volkssänger, der im Dezember 2020 einen Santi-Hype bei TikTok auslöste und damit anschließend im Jahr 2021 einen internationalen Charthit hatte? Also, wer hat diesen Hype ausgelöst und den Charthit? Und natürlich auch nochmal, wie heißt denn das Lied, was wir ja eigentlich suchen, worum es da dann geht, was er da hatte? Ein Lied, was es natürlich so schon vorher gab, was er aber neu interpretiert hat. So, und dafür habt ihr jetzt für den Abschluss eine halbe Minute nochmal Zeit.
So, und das ist auch schon das Ende dieser halben Minute. Falls ihr noch ein bisschen Zeit braucht, wie gesagt, immer einfach Pause drücken, aber das habt ihr jetzt schon wunderbar das Video über gemacht. Und ich löse jetzt auf. Der Sänger, der hier gesucht ist, ist Nathan Evans. Evans genügt hier, Evans. Und es geht natürlich für die anderen zwei Punkte und die letzten zwei Punkte des heutigen Quizabends um den Wellerman. Wellerman ist die zweite Antwort. Wenn ihr es irgendwie umschrieben habt oder ein bisschen mehr, sowas wie Soon may the Wellerman come, ist das vollkommen okay für mich. Gibt es aber zwei Punkte dafür. So, jetzt ist quasi eure Aufgabe, dass ihr die Punkte einmal komplett zusammenzählt. Vielleicht habt ihr die auch schon monatsweise zusammengezählt und habt jetzt nicht mehr ganz so viel zu rechnen. Es sind insgesamt 90 Punkte möglich gewesen. Mich interessiert, wie gesagt, wie viele Punkte habt ihr denn erreicht? Und wie haben euch die Fragen gefallen? Welche fandet ihr schön, welche nicht? In welchem Monat wart ihr besonders erfolgreich, in welchem nicht? Und so weiter und so fort. Würdet ihr euch dieses Format nochmal wünschen, zum Beispiel fürs nächste Jahr zum Jahresabschluss oder auch so zwischendurch mal als quasi Pub-Quiz-Format, dann halt mit anderen Themen, nicht auf Monate bezogen? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ansonsten wird es dieses Jahr, wenn ihr das richtig auf dem Schirm habt, noch ein paar Videos tatsächlich geben. Und zwar unter anderem heute, am gleichen Tag, mein persönlicher Jahresrückblick, so eine Art Quatschvideo, wo ich wirklich eine Zeit lang, ich weiß noch nicht, ich habe es noch nicht aufgenommen, deswegen weiß ich nicht, wie lange es dauert, aber wie letztes Jahr, so eine Art Letzrutsch, wo ich wirklich nur ein bisschen mit euch gequatscht habe und euch nur ein bisschen erzählt habe, wie ich dir das Jahr so erlebt habe. Das war jetzt heute eher in diesem Videoformat, was ist so in der Welt passiert. Ne? Ja, und dann gibt es noch eine Omsi-Silvesterfahrt und noch wahrscheinlich ein weiteres Spielvideo. Wir werden es sehen. Irgendein Spiel. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Je nachdem. Schaut auch gerne mal die anderen Videos rein, aber wenn ihr da erst nächstes Jahr zukommt, wünsche ich euch natürlich einen guten Start ins neue Jahr. Und wir hören uns im nächsten Video. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Quiz. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.